Tja, und zwar ist es folgendes. Jeder kennt diese Situation. Man hat zum Beispiel, wie ich hier, Notebook, wir haben ein Touchpad, ach, ein Touchpad, wir haben entweder zum Beispiel ein Touchscreen oder haben ein Trackpad oder sonstiges. Das nutzen wir meist gar nicht. Ja? Und jetzt ist es ja wie folgt. Eine normale Maus gibt es, und dann gibt es ja noch diese ergonomischen. Ja? Ich blende euch jetzt mal kurz an, wie das funktioniert. Da gibt es ein paar Webclips drüber. Das blende ich euch mal kurz an. Ein Tennisarm, das kennt fast jeder. Ein Mausarm, das kennen zumindest all diejenigen, die wirklich viel mit ihrer Maus arbeiten. Und das liegt in der Regel daran, dass man bei einer Maus den Arm doch recht deutlich nach links eindrehen muss, um die Maus über die Tischoberfläche zu schieben. So, ja, und ich habe mir dann auch mal eine bestellt und die packen jetzt so aus, weil ich wollte ein kleines bisschen argumentieren, da wäre jetzt beim Unboxing ein bisschen blöde. Ich hoffe, ich blende hier was ein und vergesse das nicht. Habe ich mir auch mal eine gekauft. Also die kriegt man ja überall bei eBay, in China-Shops und wo eigentlich noch? Ey, das ist schon wieder doppelt verklebt. Ich krieg den Anfall. Natürlich werde ich jetzt angeschrieben. Ich habe jetzt auch eine gekauft. Und zwar eine Optical Vertical Mouse Speed Adjustable. Ja. Hilfreich. Üblicher Karton. Halt immer. Aber wenigstens ist ein Karton drum. Bei ganz vielen Sachen aus China hatte ich das schon. Das lag dann einfach in der Verpackung, einfach nur in der Folie. Ey, jetzt schreibt ihr mir ernsthaft, den ganzen Tag passiert hier gar nichts. Falls ihr euch wundert, dass ich immer noch meine Jacke anhabe. Ich produziere heute 10 Videos. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich immer rot trage. So, da haben wir hier die Maus. Ich sehe gar kein Kabel. Ich habe keine kabellose bestellt. Oh, das ist eine Kabel. Ich habe doch gar keine kabellose Maus gekauft. Das Design, ja. Wir können hier, wie gesagt, wie in dem Videoschnipsel, den ich euch schon eingeschnitten habe, gesehen habt, könnt ihr die Maus jetzt so nehmen, so wie ihr eure Hand halt haltet. Ne? Also ergonomisch. Die hier. Zwei Tasten, hier zwei Tasten und natürlich Scrollrad. Wenn ich so beim Tisch stehe, finde ich das sehr angenehm. Was mich ärgert, ich hasse kabellose Mäuse und ich habe so eine scheiß Pissbatterie noch nicht hier. Die habe ich ja für ein anderes Gerät schon hier. Für etliche Geräte, die wollen alle diese Piss-Dreifach-A-Batterien haben. So eine Scheiße, ey. Das fühlt sich kacke an und ich habe extra eine Marke mit Kabel gekauft. Ich mag diese Funkscheiße nicht. Schmeiß nicht alles in den Müll, den ganzen Dreck hier, leck mich doch am Arsch. Und wieder, ja genau, fick dich doch, du dumme Sau. Jetzt werde ich zugelabert hier, dumme Nutten, ey. Bah, leck mich am Arsch, ich gehe wieder, ne? Die Scheiße mach ich doch mal nicht mehr mit hier. Ich kann's doch hier und Arsch in den Dreck. Blöde, verkacktes, ey. Leckst mich am Arsch. Internet macht demnächst auch aus, ey.